Ihr Lieben, dieses Video soll euch eine kurze Idee geben, was kann ich an Rum verschenken? An jemanden, der Rum interessiert ist, der mal irgendwann gehört hat, dass Rum irgendwie lecker sein soll. Also, was schenkt man einer solchen Person? Und ich habe 10 Rums, beziehungsweise es werden, glaube ich, sogar ein oder zwei mehr rausgesucht, die ich euch empfehlen kann, die ihr verschenken könnt. Aber nicht an jede Person. Schaut euch das Video an. Ich werde dann so ein bisschen Empfehlungen geben. Und wenn euch ein Rum gefällt, wenn ihr denkt, der könnte was sein, dann schaut euch bitte auf jeden Fall das passende Video dazu nochmal an auf rumtastisch.de oder hier auf diesem YouTube-Kanal. Auf jeden Fall könnt ihr dann dort noch mehr über den einzelnen Rum erfahren und dann entscheiden, verschenke ich ihn wirklich. Das ganze Video hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, denn es gibt so viele, mega viele Rums und ich kann sie nicht alle in einem Video aufzählen, aber wenn ihr mal eben schnell eine Idee braucht, dann seid ihr hier auf jeden Fall richtig. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sven, herzlich willkommen auf Rumtastisch. Hier findet ihr alles rund um die Welt des Rums. Ich möchte mit zwei Klassikern, mit zwei Einsteiger-Rums anfangen, die meiner Meinung nach nicht fehlen dürfen, wenn es darum geht, was schenke ich einer Person, die Rum interessiert ist. Ihr müsst aber ganz klar wissen, hier sind wir nicht im Profibereich, sondern im Einsteigerbereich, aber in einem Bereich, wo es halt schon was einigermaßen Vernünftiges gibt. Da haben wir hier den Don Papa von Sierra Madre und ich stelle absichtlich zwei Flaschen gleichzeitig auf den Tisch und den Botucal. Sie werden beide vertrieben von Sierra Madre und sind gute Einsteiger-Rums. Die Fachwelt geht doch etwas, na sagen wir, etwas auseinander bei der Meinung um diese Rums. Ihr seid aber trotzdem, und deswegen finde ich einfach, gehören sie hier mit in dieses Video, hier sehr gut bedient und werdet auf jeden Fall einen breiten Geschmack treffen. Wenn ihr also eine Person kennt, die sich schon immer mal für Rum interessiert hat und ihr aber euch da nicht traut, irgendwelche Experimente einzugehen, dann seid ihr hier bei diesen Rums richtig gut empfohlen. Das auf jeden Fall. Schaut euch die Videos dazu an. Auf rumtastisch.de findet ihr, wie gesagt, beide. Den habe ich überhaupt gesagt, hier Don Papa und den Botucal. Und da gibt es auch noch ganz gute Geschichten über den Botucal zum Beispiel, warum er nämlich in Deutschland ausschließlich dort Botucal heißt und ansonsten Diplomatico überall auf der Welt. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, ist auch hier in der Videobeschreibung verlinkt das Ganze, dass ihr direkt dahin findet. Das sind die ersten Einsteiger-Rums. Ich habe mir hier Notizen gemacht, damit ich jetzt, während ich hier in einem durchfilme, nicht vergesse, welchen Rum ich euch noch empfehlen wollte. Es gibt auch einen Rum, der fiel mir sofort ein, als ich an Filmfans gedacht habe. Also ein Rum für Filmfans, den ich euch auf jeden Fall aktuell empfehlen kann, ist hier der Blackwell. Und der Blackwell, das ist einmal hier diese Flasche, das ist der originale Rum und den gibt es in einer Sonderedition. Gleicher Inhalt, aber Sondereditionsflasche und zwar hier den Blackwell 007 Rum, der dieses Jahr rausgekommen ist zum aktuellen James Bond Film. Also wenn ihr jemanden habt, der interessiert ist an Filmen und gleichzeitig Rum mögen würde, dann seid ihr hier auf jeden Fall bei dem Blackwell sehr gut aufgehoben. Der schmeckt würzig, ein bisschen in Richtung Kaffeenote tatsächlich und ist ganz angenehm, hat tatsächlich den meisten meiner Gäste sehr gut geschmeckt. So, als nächstes möchte ich euch einen etwas edleren Rum vorstellen. Einen etwas edleren Rum deshalb, weil sehr viel Liebe in der Produktion steckt und weil er sehr gut tatsächlich auch im Regal aussieht und weil man ihn sehr gut trinken kann, auch dieser Rum schmeckt den meisten und ist einer meiner Top 10 Lieblingsrums immer noch. Und es handelt sich hier, ihr seht, die Flasche ist leider schon wieder halb leer, nicht halb voll, sondern tatsächlich halb leer, der Wagemut PX Cask. Das ist ein Rum aus Barbados, der in einem PX Sherry Fass gefinisht wurde. Und da waren noch Reste dieses PX Sherrys drin und das gibt dem Ganzen so eine Süße und eine sehr fruchtige Geschmacklichkeit. Dieser Rum schmeckt sehr, sehr gut, schmeckt den meisten, wie gesagt, ist aber schon was Edleres. Auf jeden Fall finde ich, also von meinem Empfinden her, alleine was so die Herkunft bzw. das Design der Flasche angeht, ist das wirklich was Schickes. Und den kann ich euch empfehlen, wenn ihr ab wollt von dem Mainstream sozusagen, den jeder sowieso schon im Regal oder im Supermarkt findet,
Da seid ihr bei dem Wagemut gut aufgehoben. Wenn ihr etwas Süßeres sucht, also einen Likör sucht, ein Likör auf Rum-Basis, dann habe ich da auch eine Empfehlung für euch, und zwar hier den Rum Club Karamell, der tatsächlich hier backt, während ich ihn mit den Fingern hier hochhaben möchte. Also der Rum Club Karamell, da habe ich auch ein Video zu gemacht, schaut es euch auf jeden Fall an. Das ist ein Rum, da ist der Name Programm, er schmeckt nach Karamell und er schmeckt wirklich nach Toffee-Bonbon, nach Karamell-Bonbon, nach süßen, so fast sirupartigen Bonbon. Und das ist ein Rum, wenn ihr lieber was Süßes mögt, lieber tatsächlich einen Likör haben möchtet, dann seid ihr hier bei dieser Flasche sehr gut aufgehoben. Als nächstes habe ich ein anderes Extrem. Und jetzt kommen wir von Likör und auch ganz süß und schmeckt allen in eine Region, die nicht allen schmeckt. Aber wenn ihr Rum sucht, wenn ihr einen Rum sucht, der speziell ist, der Jamaika ist, das Jamaika überhaupt, und wenn ihr einen Freund, eine Freundin habt, die immer mal gesagt hat, Mensch, ich möchte einen Rum haben, der so schmeckt, wie Rum schmecken sollte, dann habe ich jetzt eine sehr, sehr gute Empfehlung für euch, und zwar den Hampton Real Estate. Das ist hier dieser hier Hampton Pure Single Jamaican Rum. Das, ihr Lieben, ist ein Rum, der konkurrenzlos gut ist. Hampton stellt einen Jamaika-Rum her, der, ich meine das liebevoll, wenn ich sage, schmutziger nicht sein könnte. Die Produktion ist einfach so wie vor 100 Jahren. Und dieser Rum, der wird weder nachgefärbt, noch nachgezuckert, noch nacharomatisiert. Der wird in Jamaika der prallen Sonne ausgesetzt, natürlich in den Fässern. Und der gärt innerhalb mehrerer Tage, was normalerweise ein oder zwei Tage gegoren lassen wird, wird hier eine ganze Woche stehen gelassen und anschließend dann über Jahre in Fässern gereift. Und das ist ein richtig genialer Rum, der auch seinen Preis hat. Seid da nicht überrascht auf jeden Fall, aber das ist ein richtig cooler Rum. Und hier auch nochmal ein Hinweis vielleicht in eigener Sache. Erstens, ihr könnt alles auf rumtastisch.de finden. Jedes Video, das ihr hier, ich meine jeden Rum, den ich euch jetzt gerade hier so als Idee vorstelle, könnt ihr auf der Homepage dann auch als Video euch nochmal anschauen und auch als Blogbeitrag. Und ihr könnt, wenn ihr nicht riskieren wollt, eine ganze Flasche zu kaufen und dann schmeckt der Rum euch eventuell auch nicht, dann könnt ihr auf rumtastisch.de gehen und euch dort einzelne Samples der jeweiligen Rums bestellen. Entweder diese, die ich hier vorschlage, oder irgendeinen anderen. Ihr könnt in der Rumsuche nach Geschmäckern suchen und könnt euch den dann jeweils in den Warenkorb legen und dann euch eure eigene Samplebox zusammenstellen. Also schaut da auf jeden Fall auch mal vorbei. Dann geht ihr das Risiko des Fehlkaufes nicht ein. Was habe ich noch? Wir haben den Blackwell, den Rum Club, den Wagemut, den Hampton. Wenn ihr, um mal eben kurz in der Region zu bleiben, noch einen anderen Navy Rum sucht, der auch sehr, sehr lecker ist, aber in einer anderen Preisklasse sich befindet, nämlich in einer tieferen Preisklasse, ihr müsst da nicht so tief in die Tasche greifen, dann kann ich euch auch hier den Navy Island Jamaica empfehlen. Und der hat erstmal eine sehr, sehr schöne Verpackung, was zugegebenermaßen der Grund war, warum ich diesen Rum tatsächlich gekauft habe. Den gibt es übrigens auch noch in einer blauen Flasche, da ist der Alkoholgehalt dann höher, da ist er auch wieder etwas teurer, aber die Flasche sieht einfach schick aus, also die Geschenkbox sieht erstmal sehr schick aus und das ganze Design setzt sich auf der Flasche hier auch fort und da habt ihr einen sehr, sehr leckeren Geschmack. Auch dieser Rum befindet sich tatsächlich in meiner Top 10 leckerer Rums. Und das wäre die Empfehlung, wenn ihr einen Rum sucht, der nicht so teuer ist wie der Hampton. Aber wie gesagt, der Hampton ist ansonsten, was Jamaica Rum angeht, fast konkurrenzlos. Zweite Empfehlung, Navy Island Rum als Jamaica Rum. Kommen wir doch mal wieder in die etwas gemäßigtere Region. Und da
kann ich euch noch einen Spiced Rum ans Herz legen, und zwar den Remedy. Der Remedy ist in meinen Augen, oder ich sage mal, ein Story Rum. Er hat eine sehr schöne Geschichte dahinter, das solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Schaut da auch auf rumtastisch.de vorbei in dem Blogbeitrag um den Remedy rum. Und der hat nämlich gleich drei verschiedene Flaschen hier, beziehungsweise den gibt es in drei verschiedenen Ausführungen. Das ist einmal der normale Remedy Spiced Rum. Also ein gespeister, ein aromatisierter Rum, der gewürzt wurde und mit anderen Aromen versehen wurde. Das ist also, wir sind natürlich komplett weg von einem Hampton Jamaica, der naturbelassen ist, in einen Rum, der wieder so hergestellt wurde, dass er einfach beinahe jedem schmeckt. Und den gibt es auch noch als Elixier. Das ist dann ein Likör. Also der Zuckergehalt ist hier auf jeden Fall noch höher. Das erkennt ihr einmal an dem roten Label. Das ist der normale Spiced. Dem gelben Label, das ist das Elixier. Und dann gibt es das Ganze auch noch in Ananasform. Und das ist dann hier gleich komplett grün-gelb gehalten. Der ist mit Ananasaroma versehen und schmeckt tatsächlich in Cocktails sehr, sehr lecker. Also das wäre auch eine Empfehlung, wenn ihr was Schönes, eine schöne Flasche sucht, eine Apothekerflasche sucht, und gerade um diese Apothekerflasche gibt es da auch eine coole Story, die könnt ihr erzählen. Und hier sind wir in einem Bereich, die kosten unter 20 Euro, manchmal sogar in Angeboten knapp über 15 Euro. Trotzdem ein sehr, sehr guter Spiced Rum in meinen Augen, kann ich euch also auf jeden Fall empfehlen. Und tue ich hiermit. So, die stelle ich mal zurück und dann komme ich zu einem Rum, den man super mixen kann. Ich habe nämlich auch einen tollen Rum mit schöner Geschichte. Einer der ersten Rums tatsächlich, die ich verfilmt habe überhaupt, und zwar den Sailor Jerry. Den habe ich hier stehen. Und Sailor Jerry ist der Name eines Tattoo-Künstlers. Und hier ist auch eins seiner Tattoos drauf. Da solltet ihr auf jeden Fall auch nicht die Story dahinter verpassen. Das ist ein sehr cooler Rum, wenn ihr mal was mit auf eine Party bringen wollt und halt nicht die Fledermaus mit in der Tasche haben wollt, sondern irgendwie was ausgefallen ist, was vorher noch keiner gesehen hat. Da seid ihr hier richtig gut aufgehoben. Vanillegeschmack trifft auf sehr günstigen Rum tatsächlich. Ein super Mix-Rum mit einer sehr schönen Geschichte. Also Sailor Jerry, auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn ihr einen Mix-Rum sucht. Wenn ihr jemanden habt, der lieber einen englischen Rum, einen Navy Rum sucht, dann empfehle ich euch aus meiner persönlichen Sammlung sozusagen den Passers Rum, den Gunpowder Proof. Das ist ein Rum, der ist mega hart, der ist mega würzig, der schmeckt richtig, richtig gut und ist in diesem Fall sogar noch Overproof. Den gibt es aber auch in einer etwas milderen Version. Overproof bedeutet, dass er einen sehr hohen Alkoholanteil hat. Der liegt hier bei über 57%. Ich weiß es gerade gar nicht. Ehrlich gesagt, weiß es gerade aus dem Kopf nicht. 54,5%, aber ich fürchte, diese 2,5 Unterschied von dem, was ich gerade versprochen habe, werdet ihr nicht spüren. Dieser Rum ist tatsächlich sehr, sehr hart und den solltet ihr mit Vorsicht genießen, aber wenn jemand einen Navy Rum, also einen, ich sag mal, original englischen Rum sucht, dann seid ihr hier bei der Passers Rum Serie richtig gut aufgehoben und auch der ist tatsächlich nicht teuer. Ihr Lieben, das sind die Rums. Nein, gar nicht wahr. Last but not least habe ich noch einen, sehe ich gerade, auf meinem Notizzettel hier. Und zwar einen etwas gemächlicheren, wenn ihr etwas sucht, das mild ist, würzig ist und aber auch noch einen Pep hat, nämlich Haselnuss. Dann kann ich euch hier den neuen Rum, der gerade rausgekommen ist, den Hazelnut Rum vom Drink Syndicate. So, jetzt habe ich es langsam. Genug versprochen. Also vom Drink Syndicate empfehlen. Wir bekommen hier mehrere Sachen zusammen. Wir haben einen sehr, sehr guten 12 Jahre alten Barbados Rum. Dann haben wir einen Brand, einen Haselnussbrand, der von einer Koryphäe der Brände tatsächlich auch hergestellt wurde. Schaut euch da auf jeden Fall auch meinen Blogbeitrag auf rumtastisch.de an. Und anschließend wurde das Ganze, wie gesagt, noch in PX Sherry Fässern gefinisht. Das heißt, wir haben auch noch diese Fruchtigkeit, diese Süße des Sherrys, und der PX Sherry ist noch ein ganz besonderer dazu. Und auch diese Flasche,
ist nicht teuer. Ich meine, wir liegen da unter 30 Euro und das eignet sich auf jeden Fall auch für ein Geschenk. Und das ist auch mal etwas Seltenes, was man nicht direkt sofort im Regal stehen hat. Also wenn ihr da jemandem was schenken wollt, hat er das vielleicht tatsächlich noch nicht gesehen. Es gibt noch mindestens 20, wenn nicht 30 oder 100 weitere Rums, die ich euch empfehlen könnte, aber ich glaube, hiermit seid ihr erstmal ganz gut bedient. Schaut auf rumtastisch.de vorbei, abonniert den Kanal, dann bekommt ihr immer wieder Tipps, weil ich jede Woche mindestens einen Rum rausbringe und euch darüber erzähle. Und auf der Homepage rumtastisch.de könnt ihr auch nach verschiedenen Geschmäckern googeln, hätte ich fast gesagt, also suchen und dann werden euch da Vorschläge gemacht und dann könntet ihr mit den Beiträgen eventuell was werden. Und wie gesagt, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann bestellt gerne Samples, dann schicke ich euch die hier zu und dann geht ihr nicht das Risiko eines ganzen Flaschenfehlkaufes ein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wie gesagt, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dahin nüchtern bleiben. Prost!